Hey, an all die, die den Authentic German Learning Podcast mögen. Bald geht es weiter mit dem Podcast. Ich habe schon mehr Episoden aufgenommen. Ich muss sie nur noch bearbeiten und veröffentlichen. Also das kommt bald. Und die nächste Staffel des Authentic German Learning Podcasts ist auch schon geplant. Und in der dritten Staffel des Podcasts möchte ich ganz dir widmen. Genau, es geht in der dritten Staffel um euch. Und es geht um euch, die Deutschlerner, und eure Erfahrung und eure Tipps, eure Strategien. Und deswegen möchte ich dich interviewen. Genau, du hast richtig gehört, ich möchte dich für meinen Podcast interviewen. Die einzigen Voraussetzungen sind folgende. Du solltest einigermaßen Deutsch sprechen können. Ja, du musst natürlich nicht perfekt sprechen, aber du solltest in der Lage sein, ein Gespräch mit mir auf Deutsch zu führen. Ja, ansonsten kann ich dich nicht so gut interviewen und ich möchte das Interview auf Deutsch machen, ja, damit die Leute auch die deutsche Sprache dabei lernen. Und gerade wenn du bestimmte Ideen hast oder eine bestimmte Strategie gewählt hast beim Deutschlernen, wenn du etwas Außergewöhnliches gemacht hast, was du den anderen Deutschlernern vielleicht empfehlen kannst, sodass sie auch besser Deutsch lernen können, ja, umso besser. Und auch gerade wenn du schon ein, zwei Jahre oder schon über eine lange Zeit, kann auch ein paar Monate sein, ja, wenn du eine bestimmte Zeit schon mit Authentic German Learning lernst, umso besser. Ja. Ich möchte auch gerade die Leute interviewen, die schon eine Weile dabei sind und den anderen noch mehr Tipps geben können im Geiste der Mission von Authentic German Learning. Okay? Und wenn du von mir interviewt werden möchtest, ganz wichtig, wenn du von mir interviewt werden möchtest, dann schicke bitte eine E-Mail an info@authenticgermanlearning.com. Das ist meine E-Mail-Adresse. Okay, bitte melde dich bei mir, nicht nur in den Kommentaren, sondern auch per E-Mail, damit wir persönlich miteinander kommunizieren können. Okay, einzige Voraussetzung ist, wie gesagt, dass du schon ein paar Monate mit Authentic German Learning lernst und dass du ein Gespräch auf Deutsch führen kannst. Ja, und ein Bonus ist, wenn du vielleicht noch ein paar Deutschlerntipps hast, die du teilen möchtest, oder auch Tipps über persönliche Entwicklung, ja, oder eine interessante Geschichte hast. Okay, ich möchte wissen, was deine Story ist, was deine Strategie ist, was deine Tipps sind. Okay, ich freue mich darauf. Okay, bis dann. Tschüss.